Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Das letzte Mal haben wir Innenpolitik und Außenpolitik gemacht. Heute machen wir noch die Forschung und die Wirtschaft und dann starten wir tatsächlich das Spiel. Was ich noch nicht erklärt habe, wir haben hier oben Punkte, die wir brauchen. Das ist unsere Bürokratie. Die erzeugen wir in Regierungsgebäuden. Das ist unsere Autorität. Die haben wir nach der Regierungsform. Wir haben insgesamt ein Plus von so und so viel und verlieren durch verschiedene Sachen wieder was. Das ist ein ziemlich kleiner Teil. Je liberaler unsere Regierung ist, desto weniger Autorität haben wir. Das ist durchaus wichtig, um Steuern einzuheben oder um Erlasse zu machen. Unsere Influence, das habt ihr jetzt schon gesehen, das ist unsere diplomatische Einflussnahme. Das ist etwas, was immer weniger wird, weil wir für jeden Vertrag brauchen wir das. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Staaten unterwerfen und zu Vasallen machen, brauchen wir Einfluss dafür. Dann haben wir noch unser Geld. Derzeit haben wir relativ viel Geld auf der hohen Kante, nämlich 2,73 Millionen Pfund. Wir machen zurzeit auch noch einen Gewinn. Das wird sich aber bald ändern, sobald wir anfangen, Sachen zu bauen. Ja. Ich persönlich, also die Autorität kann man für verschiedene Sachen verwenden. Für Erlässe meines Erachtens gibt es einen Erlass, den ich fast immer am Anfang mache. Waren die Erlässe da? Also es gibt ein paar Erlässe, die man machen kann. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Erlässe ist Promote Social Mobility, vor allem in kleinen Staaten. Da machen wir den in Österreich und in Böhmen und in Venetien. Das sind die drei größten Staaten. So, wir wollen die Staaten drinnen haben. Wenn ich nicht drinnen haben will, sind die Commander. Die brauche ich echt nicht. Kann ich die wieder weggeben? Wo sind die Commander? Kann ich die raushauen? Wie kann ich ihn denn wieder raushauen? Kein Mensch braucht die Commander. Die Interest Groups hätte ich schon ganz gern da drinnen. Aber die Commander eigentlich nicht. Wie werde ich die wieder los? Wieso kann ich die nicht rausnehmen? Ach. Verdammt. So, Böhmen. Ah, Österreich ist gar nicht das Größte. Das Größte. Ha, ich bin auch ganz, ganz weit unten. East Galicia. Lombardy. Okay, in meinem letzten Spiel waren die drei auf jeden Fall die wichtigsten für uns. Und wir werden das auch hier jetzt so machen. Mit Promote Social Mobility steigt die Education in diesen Gebieten. Vielleicht gehen wir aber trotzdem weg, hier zumindest. Mal nur in diesen zweien. Wir wollen, dass die Leute klüger werden. Dann können sie bessere Jobs machen. Die restlichen Decrees, die restliche Autorität nutzen wir, um Konsumsteuern einzuheben. Und zwar vor allem für Luxuswaren für die Reichen, weil wir wollen die Armen nicht zu sehr schröpfen. Könnten die Autorität auch nutzen, um einzelne Gruppen stärker zu machen, einzelne politische Gruppen stärker zu machen.
Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, wie das will. Ich meine, wir könnten natürlich die Aristokraten schwächer machen, aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja reaktionär spielen. Wir wollen ja, dass die da und die Katholen quasi die Macht haben, so lange wie möglich. Dann machen wir mehr Decrees. Wegnehmen können wir sie immer noch. So, was gibt es hier noch für Decrees? Infrastruktur-Decree brauchen wir am Anfang Gott sei Dank noch nicht. Violence Suppression hoffe ich nicht, dass ich jemals brauchen werde. Emergency Relief, ja, brauchen wir auch nicht wirklich. National Values, das erhöht die Assimilation. Hätte natürlich auch Vorteile an gewissen Stellen. Könnten wir zum Beispiel in Ostgalizien machen. Das ist ein relativ großes Land. Schauen wir mal. Ostgalizien, Population. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Arbeiter anschauen, das sind hauptsächlich Polen. Werden die assimiliert? Nö. Keine Assimilation. Gibt es auch welche, die assimiliert werden? Die werden konvertiert. Schauen wir uns an. Aber kulturell werden sie nicht assimiliert. Das heißt, plus 100% würde auch nichts helfen. South German, South German, South German. Wenn die da assimiliert? Nö. Mit 24.000 Tschechen werden die assimiliert. Schaut nicht so aus. Interessant. Normalerweise sollte das passieren bei dem Gesetz, das wir da haben. Oder? Oh, oder auch nicht. Weiß nicht, wie das mit der Assimilation funktioniert. Kann ich jetzt nicht sagen. Egal. Wir werden es auf jeden Fall nicht machen. Erscheint mir jetzt nicht relevant zu sein. Das Problem ist auch, wenn wir uns Ostgalizien zum Beispiel anschauen, da ist nämlich Homelands von Polish und Ukrainian. Also Polen und Ukrainer können wir hier sowieso nicht. Können wir hier sowieso nicht integrieren. Nur Völker, die oder Nationen, die hier nicht hergehören, quasi. Vielleicht sollten wir uns, so sagen wir, Kroatien anschauen. Kroatisch und Serbisch und Bevölkerung haben wir hier. Kroatisch, Serbisch, Süddeutsch und Ungarisch. Schauen wir mal, ob wir, wenn wir da Ungarn finden, ob sich Ungarn. In Päden normalerweise. Ungarn. Schauen wir nicht so. Vielleicht muss ich auch das Spiel laufen lassen, dass das funktioniert. Egal. Dann können wir unseren Throughput von verschiedenen Dingen verbessern. Das ist uns eigentlich in Wirklichkeit wurscht. Also wenn wir nicht irgendwie einen extremen Mangel an irgendwas haben, werden wir das immer weg, immer lassen. Greener Grass Campaign kann interessant sein, wenn ich will, dass dass irgendwo hingesiedelt wird. Wenn ich zum Beispiel will, dass alle Völker da nach Wien ziehen, dann könnte ich das daher machen. Hätte den Vorteil, hier in Wien können zum Beispiel Ungarn zu Süddeutschen gemacht werden. Und Enlistment Efforts,
Bringt nur mehr Truppen, aber das werden wir nicht brauchen. Wir starten mit einem riesigen Heer im Vergleich zu den meisten anderen Ländern. Wir werden das nicht brauchen. Was wir so brauchen werden, ist das hier, vielleicht das hier mal und manchmal in extremen Fällen werden wir auch das da einsetzen. So, das heißt, nehmen wir das noch in der Steiermark vielleicht. Wir werden nämlich hauptsächlich in den österreichischen Gebieten, also dort, wo die Wisst ihr was? Wir werden das da in Moravia versuchen. Schauen wir mal, was dann passiert. Das können wir tatsächlich ausprobieren mal. So, und noch 200 Punkte. Machen wir das noch in Venetien und in der Lombardei auch noch. Wie schon gesagt, ich werde hauptsächlich in diesen Gebieten Industrie anbauen, weil hier die meisten Deutschsprachigen leben. Und wir wollen, dass hauptsächlich diese Leute gestärkt werden. So, und damit sind wir schon bei der Industrie und beim Markt. Wir haben hier den Markt. Wir haben hier die Marktpreise. Wir schauen uns an. Am österreichischen Markt ist teuer Essen, Papier. Ach, Papier ist wirklich teuer. Und das andere geht. Papier werden wir ziemlich schnell ziemlich viel brauchen. Ah, nein, nicht. Werkzeug ist auch recht teuer. Glas ist auch recht teuer. Die beiden müssen wir auch recht schnell machen. Kohle und Eisen sind noch recht günstig, die werden aber bald auch ziemlich teuer werden. Luxusgüter schauen gut aus und Waffen schauen auch noch gut aus. So, kümmern wir uns aber als erstes mal um Werkzeuge, Glas und Essen. Wir brauchen Essen. Und Papier ist deswegen auch wichtig, weil wir haben hier ein Problem. In diesen Gebieten werden die Steuern nicht vollkommen eingetrieben. Böhmen zum Beispiel. Das heißt, was wir dort brauchen, ist eine Government Administration. Wir brauchen dort mehr Dabei haben wir da sogar schon die Filing Cabinets. Irre. Da brauchen wir auf jeden Fall ein neues Ding her. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir gesagt, Werkzeug brauchen wir. Da machen wir eine Werkzeugfabrik hierher. Und eine zweite bauen wir gleich in die Steiermark. So, dann. Wir haben schon mehrere Construction Sectors. Wir werden die auf Iron Frame Buildings umbauen. Wenn wir das machen, passiert Folgendes. Wir müssen es einmal laufen lassen. Für ein paar Tage. Und die zwei auf jeden Fall als erstes. Die sind wichtiger. So, Markt, was sagst du mir? Teuer. Noch immer. Die sind eigentlich noch gar nicht so teuer.
Ah, Eisen ist teurer geworden. Na, plus 7 geht eigentlich noch. Plus 7 ist gar nicht so schlimm. So, außerdem. So, aber vielleicht noch ganz kurz zu unseren Gebieten, die wir haben. Interessante Gebiete sind natürlich mal Österreich, Nonna. In Österreich werden wir viel Industrie bauen. In Böhmen werden wir viel Industrie bauen. Also das sind unsere beiden Hauptindustriegebiete. Böhmen hat Unmengen an Kohle und Eisen außerdem. Wobei Eisen und Kohle haben wir quasi überall. Also wir haben da ganz, ganz viele Eisen- und Kohlevorkommen überall in Österreich. Interessant ist, wir haben hier in Venetien haben wir das einzige Gebiet, wo wir Schwefelvorkommen haben. Das werden wir auch brauchen dann. Und wir haben hier auch Seidenproduktion. Das ist ziemlich großartig. Das heißt, wir bauen unsere eigene Seide an. Wir brauchen also gar keine Kolonien. Ha, nimmt das Großbritannien. Was war das? Ja, wir haben hier in Kroatien haben wir besseres Gebiet zum Anbau von Getreide. In nicht Istrien, aber. Ja, ist das da? Da auch? Nein. Also in diesen drei Gebieten, Kroatien, Slawonien und Dalmatien, funktionieren die landwirtschaftlichen Betriebe besser. Das heißt, das werden wir dort wahrscheinlich mehr anbauen. Ansonsten haben wir keine großen Boni. Also wir haben keine Boni für Abbau von Mineralien oder ähnlichem. Was wir aber haben, ist überall dort, wo die Donau ist, haben wir einen höheren Infrastrukturwert. Der ist ganz, 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 ganz wichtig. So, okay, gut. Also wir bauen die zwei Werkzeugfabriken. Wir bauen einmal Administration hier. Wir werden auch hier eine Administration bauen. So, wo haben wir noch administrative Probleme? Venetien, Transdanubenlombardei wäre auch gut. Da haben wir auch viel Bevölkerung. Vielleicht bauen wir da gleich zwei, weil das immer ziemlich stark unterhalb. Fast 100 Punkte. Naja, gut. Bauen wir mal eines. Die anderen sind zwar wichtig, aber ja, jetzt nicht super wichtig. Aber Böhmen, Venetien, ach, Böhmen braucht sogar 181, bist du irre. In Böhmen vielleicht sogar noch eine zwölfte bauen. Weil, das wichtig, also wichtig. Wir sammeln nur 60% der Steuern, die wir hier Steuern sammeln könnten. Das heißt, es geht hier ziemlich viel Geld verloren. Böhmen alleine hat ein BIP von 4 Millionen Pfund. Und damit ist es der wirtschaftlich stärkste Staat in Österreich derzeit. Schauen wir mal. Okay, gut. Forschung noch. Grundsätzlich ist die Forschung in drei Gebiete eingeteilt: Produktion, Militär und Society, also Gesellschaft. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz da reinschauen. Und zwar, ja, Militärforschung ist derzeit tatsächlich billiger. Ich überlege gerade, ob wir deswegen eher Militärforschung am Anfang machen sollen.
eigentlich nicht wirklich sinnvoll mit der Forschung am Anfang. Wir werden nicht allzu viele Kriege führen, wenn es geht. Es gibt da bei der Sozialforschung eine, die ich ganz gerne hätte, nämlich die Central Archives. Damit könnten wir die unsere Ämter weit besser machen. Das ist echt spitze. Hier gibt es aber auch noch ein paar andere Sachen, auch die ganzen Pharmaceuticals zum Beispiel für die Spitäler. Das bringt auch Bürokratie, also es spart auch Bürokratie und gibt Influence. Mehr Bildungsding. Naja, whatever. Central Banking bringt mehr Geld. Das verbessert unseren Produktionssektor. Ja, also Society ist ganz okay. Vielleicht fangen wir mit Central Archives an. Weil noch nicht genau. Das Herzstück von Victoria ist natürlich der Production-Teil, also der naturwissenschaftliche Teil quasi. Hier gibt es einen Haufen Dinge, die ich wirklich gerne am Anfang mache. Intensive Agriculture zum Beispiel ist supi. Damit produzieren wir nämlich auf Viehfarmen Dünger, den wir dann gleich auf den normalen Farmen einsetzen können. Das ist absolut großartig. Dadurch verbessern wir alle unsere Farmen. Also das ist ganz, ganz gut am Anfang. Industriell gut ist natürlich. Canneries sind auch gut, weil wir haben derzeit ja Probleme mit unserer Food Production. Mit den Canneries würde das verbessert werden. Das könnte man aber wirklich machen. Und Crystal Glass genauso. Das ist für Glas und Food Production. Beide sind recht teuer bei uns. Und mit Produktionsumstellungen könnten wir mehr Glas produzieren. Beziehungsweise mehr Essen produzieren. Das ist wichtiger. Glas aber minus 55, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Puh, minus 86 ist auch nicht so schlimm. Also Groceries, eigentlich Food, ist nicht Food. Gute Frage. Nein, naja, ich wollte zur Technologie wieder. Das könnte man tatsächlich eins von denen nehmen. Oder das hier, oder, wie gesagt, Central Archive. Ich glaube, Central Archives ist besser. Dadurch produzieren wir einfach auch mehr Bürokratie. Wir brauchen dann halt mehr Papier. Machen wir. Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. So, wir haben eine Konstruktion von 44. Wir verlieren zwar etwas Geld, ist aber nicht so schlimm. Schauen wir mal, wenn wir durchgehend produzieren und wir machen Gewinn, werden wir unseren Construction-Sektor auch aufbauen. Jetzt lassen wir Zeit vergehen. So, warte mal. Expand our mining industry. Increase iron mines in Styria by one level. Ah. Wir kriegen da noch Aufträge. Na gut, das machen wir doch glatt auch. Machen wir doch glatt auch. Wir wollen sowieso auch unsere Iron Mines vergrößern. So. Die Iron Mine werden wir tatsächlich ein wenig. Machen wir die sogar vor der Government Administration in Böhmen? Nein, nur 6 Wochen weniger.
Ja, das da oben. Das sind wir denn. So, okay, schauen wir mal, was ist da passiert. Defensive Pact accepted. Modena. So, und ihr seht, wir sind nur noch auf 125. Sardinien importiert. Blei. Portugies Dutch Indies. Rivalry declared. Okay, ist mir wurscht. Französisch-britische Rivalry ist mir nicht wurscht. Die Dänen importieren Seide von uns. Also responded angrily to the Qing ban on Opium. Ja, Opiumkrieg startet. Yay. Wie unerwartet. Hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das passieren würde. Okay, wir werden Folgendes machen. Wir werden einige von den Decrees wieder wegnehmen. Nicht dich. Hallo. Und dich. Und was wir machen werden, ist Folgendes. Wir werden noch Consumption Taxes nehmen. Auf Services oder und Luxus. Ja, es bringt natürlich weniger Geld, aber warum würde ich das machen, anstatt von dem hier? Also das bringt natürlich einen Haufen Geld, aber Services braucht jeder im Land. Das heißt, ich besteuere auch die Armen. Das hier, Porzellan und Luxus, und Luxus, na, Möbel, offensichtlich nur die Reichen. Das heißt, hier besteuere ich nur Reiche und hier besteuere ich alle. Ah, es bringt sehr viel mehr Geld. Let's do money. So, wir sind im Plus, das ist wichtig. Also, das ist schön. Weil ich würde ganz gerne auch einen Construction-Ding bald machen. Hier in Österreich. Auch den setze ich weiter vor. Und zwar. Machen wir es so. Da. Event. Inefficient agriculture. The industrialists have started complaining about the existence of subsistence farms in South Tyrol, stating that the undeniable inefficiency should be immediately addressed. We should follow this advice. Ah, das ist quasi wie unser Decree. Allerdings macht es die Reichen unhappy. Warum die Reichen? Oder wir können die Kapitalisten unhappy machen. Nein, wir machen das natürlich. Wir kriegen eh so viele von diesen Radikalen zusammen. Es wird ganz, ganz schrecklich werden. Das ganze Land wird rot sein am Schluss. Noch passiert nicht viel. So, jetzt schauen wir mal, mit dem Markt ist. Also, wie schon gesagt, Papier ist wichtig. Uff. Naja, ihr seht, die sind stark gestiegen, die Preise. Okay, woran liegt das? Brauchen wir wirklich so viel eigenes Eisen? Wir produzieren 514 Eisen. 400 davon brauchen wir für die Construction Sector.
Das ist schon sehr viel. 300 für die Arms Industry und 60 für die Tooling Workshops. Okay. Uff. So, was wir natürlich machen können, wenn wir jetzt vielleicht auch gleich tun, ist, wir können unsere Eisenminen etwas effizienter indem wir atmosphärische Engine Pumps einsetzen. Dadurch wird zumindest das Eisen billiger. Na, das will ich nicht machen. Das sind die Tools super teuer. Okay, schauen wir mal, ob wir Tools kaufen können. Könnten wir. Wir könnten von Nosmanen zum Beispiel welche kaufen. Und von bei der Sizilien 100 Stück importieren. Das machen wir doch gerne. Machen wir auf dem osmanischen Markt so. Etwas billiger. Noch immer relativ teuer, aber etwas billiger. So, schauen wir mal. Machen wir die Eisenminen. Dann alle. Noch immer ziemlich teuer. Uff, Kohle ist jetzt auch so teuer. Aber wir können auch die Kohle, Kohleabbau stärker machen. Schauen mal. Importieren wir noch mehr aus Piemont, aus Preußen. Haben wir nämlich keine Schiffe. Aus Spanien noch einmal 10 und Großbritannien auch noch mal 10. So, dann schauen wir mal. So, das mag vielleicht jetzt brutal klingen, aber dadurch haben wir die Preise dann nicht zu hoch schnellen lassen. Ja, das ist durch den Konstruktionssektor entstanden. Silke ist auch teurer geworden. Können wir das auch verbessern eigentlich? Die Silkproduktion. Nö. Okay. Passt. Passt. Sitzt und hat Luft. Und in 10 Wochen produzieren wir unsere eigenen neuen. Ah, wir haben einen Journal Entry geschafft, nämlich Atmosphere Engine. Das hätten wir uns vielleicht anschauen sollen. Okay, ein Event dadurch. Das ist das letzte und dann hören wir auf für heute. Through the widespread in introduction of the atmospheric engine in the mining industry, productivity is at an all-time high. Okay. I'm sure we can squeeze a little more from these machines. Das erhöht den Throughput. Ja. Das Problem ist, es braucht dann noch mehr Tools.
Ist nicht gut. Oder wir können uns einen Bonus für Railways oder einen Bonus für Water Tube Boiler holen. Ja, ich würde mal fast sagen, nehmen wir das, oder? Nehmen wir für die Railways. Etwas schwieriger zu bekommen. Railways sind da. Water Tube Boiler ist hier. Na, sind beide gleich. Aber Water Tube Boiler machen. Railways noch nicht. So, wie ihr seht, schon mal. Die Mechanical Tools wird bereits quasi erforscht nebenbei. Das haben irgendwelche Nachbarn. Und durch unsere Literacy kriegen wir teilweise das Zeug gratis. Ein weiterer Grund, die Literacy zu erhöhen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss euch. Ah, falsch.